Liebe Geschwister, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter und sein Auserwählter von allen Menschen ist. Liebe Geschwister, das Gebet, das Salah, ist zweifellos die beste Ibadah, die Allah subhanahu wa ta'ala für uns gesetzlich gemacht hat. Das Gebet beginnt mit dem Takbir und endet mit dem Taslim. Das Fasten hingegen, das Siyam, liebe Geschwister, beginnt mit dem Einbruch der Morgendämmerung und endet mit dem Sonnenuntergang. Insofern hat diese Ibadah einen gewissen Vorzug gegenüber das Salah, weil man sozusagen den ganzen Tag über sich in einer Ibadah befindet. Den ganzen Tag über betet man Allah subhanahu wa ta'ala an. Und hier erkennen wir, dass der Begriff der Anbetung nicht immer nur bedeuten muss, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala niederwirft, sondern allgemein bedeutet Anbetung, dass man das macht, was Allah subhanahu wa ta'ala sich wünscht von uns. Allah azza wa jal sagt in einem heiligen Hadith, in Hadith Qudsi, alle Taten, die der Mensch begeht, begeht er für sich selbst. Außer dem Fasten, es ist für mich alleine, und ich werde ihn dafür belohnen. Jede Tat begeht der Mensch für sich selbst, außer dem Fasten. Manche Gelehrte haben sich die Frage gestellt, was ist damit gemeint? Jeder von uns, wenn er betet, wenn er fastet, wenn er Zakat entrichtet, was auch immer, er macht das alles für Allah subhanahu wa ta'ala, zumindest ist ihm das auferlegt worden, das alles für Allah zu machen. Das Fasten ist doch in dieser Hinsicht keine Besonderheit. Doch, das Fasten ist etwas ganz Besonderes. Denn die Gelehrten haben gesagt, wie es auch in einer Überlieferung heißt, dass das Fasten, da passiert es im seltensten Falle, liebe Geschwister, dass man es für jemanden anderes tut außer Allah. Das heißt, Fasten und Augendienerei, Fasten und Riya sind zwei Gegenpartner, die kommen fast niemals vor. Denn der Mensch, wodurch unterscheidet sich ein Mensch, der fastet, und ein Mensch, der Diät macht und nichts isst? Das ist die Absicht, liebe Geschwister. Ich kann an niemandem erkennen, ob er wirklich fastet. Aber ich kann an einem Menschen sehen, dass er betet, dass er spendet. Das kann ich erkennen. Aber das Fasten, liebe Geschwister, ist eine Sache zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Und weil dort der Ikhlas so stark ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht einmal eine Belohnung bestimmt für denjenigen, der fastet. Allah sagte, das Fasten, außer dem Fasten, es ist für mich, das heißt, er macht es für mich ganz alleine, im Gegensatz zu anderen Ibadat, die manchmal für Allah gemacht werden und anderen. Und dann sagte Allah, und ich werde ihn dafür belohnen. Und er sagte nicht, welche Belohnung man dafür bekommt, weil die Belohnung zu gewaltig ist, als dass man diese mit Menschenworten ausdrücken könnte. Die Belohnung ist zu gewaltig, als dass man sich das als Mensch, liebe Geschwister, mit seinem begrenzten Verstand vorstellen und dass man sie begreifen könnte. Liebe Geschwister, der Fastende befindet sich den ganzen Tag über in einer Ibadah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns aufgefordert, beziehungsweise hat uns darauf hingewiesen, dass wir besonders, wenn wir fasten, viel Dua machen sollen. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, die Bittgebete von drei Leuten werden niemals zurückgewiesen. Das Bittgebet eines Vaters für sein Kind, das Bittgebet eines Fastenden und das Bittgebet eines Reisenden. Das Gebet eines Vaters oder einer Mutter für ihr eigenes Kind. Das Bittgebet eines Fastenden, und das sind wir alle inshallah, und ebenso das Bittgebet eines Reisenden, liebe Geschwister. Deswegen sprecht viele Bittgebete allgemein, weder im Ramadan als auch außerhalb von Ramadan, aber ganz besonders, wenn ihr am Fasten seid und ganz besonders, wenn ihr euer Fasten brecht. Ebenso, liebe Geschwister, macht Dua für eure eigenen Kinder. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns hier mitgeteilt, dass dieses Dua erhört wird. Manche Menschen, möge Allah sie recht leiten, sie machen Dua gegen ihre eigenen Kinder. Dabei ist es doch viel besser, wenn du für sie Dua machst, damit sie rechtschaffen werden, lieber Bruder, liebe Schwester. Eine sehr wertvolle Tat, die man besonders in diesem Monat machen soll, auch natürlich außerhalb dieses Monats, ist, dass man gehäuft die Moscheen Allahs besucht. Dass man sich
Mühe macht, liebe Geschwister, oft und häufig in die Moschee zu kommen, sodass der Monat Ramadan nicht vergeht wie jeder andere Monat von den 12 Monaten. Deswegen, liebe Brüder, liebe Schwestern, besucht die Moschee Allahs sehr viel im Monat Ramadan. Und macht euch auch die Mühe, viele Gebete zu verrichten in der Moschee. Und bringt nicht nur euch selbst in die Moschee, sondern bringt auch eure Kinder und auch eure Frauen, denn gerade in diesen Ländern hier, liebe Geschwister, ist die Moschee die einzige Quelle, wo die Menschen informiert werden über den Islam. Und da ist es nicht so wie in anderen muslimischen Ländern, wo man auch draußen auf der Straße auf Brüder trifft und Geschwister trifft. Das ist hier eben fast nicht der Fall. Deswegen ist es sehr wichtig, dass auch hier die Schwestern sehr oft in die Moschee kommen, weil sie dort vom Islam erfahren werden und weil sie dort an den Unterrichten teilnehmen. Liebe Geschwister, ebenso deine Kinder, bring sie mit in die Moschee gehäuft. Gerade natürlich meine ich die Kinder, die schon im Alter von 6 Jahren sind, 7 Jahren sind ungefähr, die schon verstehen, dass eine Moschee ist und die schon verstehen, dass man natürlich auch das Gebet respektieren muss und so weiter und so fort. Wenn ihr gehäuft in die Moscheen kommt, sowohl im Ramadan als auch außerhalb vom Ramadan, Allah Azza wa Jal verspricht euch eine Belohnung. Allah Azza wa Jal hat solche Menschen belohnt, er wird sie belohnen, er hat sie reingesprochen, er hat sie gelobt. Er hat über sie schöne Worte gesagt. Er sagte subhanahu wa ta'ala, gewiss, Allahs Gebetsstätten, die Moscheen, bevölkern nur, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet und niemanden außer Allah fürchtet. Wenn du die Moscheen häufig besuchst, lieber Bruder, liebe Schwester, du gehörst zu diesen Menschen, von denen Allah hier gesprochen hat. Denn Allah sagte, dass wenn jemand häufig die Moscheen besucht, dann gehört er zu denjenigen, die an Allah glauben und zu denjenigen, die an den jüngsten Tag glauben, an Yawm al-Qiyamah, und diejenigen sind, die das Gebet verrichten, regelmäßig, zu festgesetzten Zeiten und die Abgabe entrichten wie Zakat und niemanden fürchten außer Allah. Und das ist eine Sache, die im Herzen ist, liebe Geschwister. Und Allah hat dir sozusagen ein Zeugnis gegeben und sagt dir, du gehörst zu denen, solange du die Moscheen Allahs bevölkerst. Das heißt, sie häufig besuchst, regelmäßig, mehr als du alle anderen Orte besuchst. Liebe Geschwister, wenn du dann in die Moschee kommst, wenn ihr dann in die Moschee kommt, oder in die Moschee kommen wollt, dann macht den Wudu zu Hause auf die beste Art und Weise, wie der Prophet sie gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Wenn du in die Moschee kommst, dann nimm den Koran in die Hand und lies im Mushaf und rede nicht mit anderen Menschen und verschwende nicht deine Zeit, denn jetzt ist die Zeit gekommen, dich Allah azza wa jal zuzuwenden. Das ist sein Haus und in diesem Haus sollst du machen, was ihm gefällt. Lies im Koran, verinnerliche die Ayat, die Allah herabgesandt hat, damit deine Augen anfangen zu tränen von dem, was Allah gesagt hat, und damit deine Hartherzigkeit in deinem Herzen ein Ende findet und damit dein Herz weich wird, lieber Bruder, liebe Schwester. Und zeig Allah subhanahu wa ta'ala, dass du demütig bist. Zeig Allah subhanahu wa ta'ala, dass du dich ihm vollkommen ergibst, äußerlich und innerlich, und erniedrige dich vor ihm subhanahu wa ta'ala. Der Mensch hat, liebe Geschwister, mindestens 3 Feinde. Einmal er selbst, als zweites der Shaitan und drittens die anderen Menschen. Diese 3 Feinde, liebe Geschwister, einmal die Seele, der eigene Mensch ist sein eigener Feind. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla uns im Koran mitgeteilt hat, dass der Mensch sich selbst zum Schlechten aufruft. Der Mensch selbst neigt zur Faulheit, der Mensch selbst neigt zur Bequemlichkeit. Der zweite Feind ist der Shaitan. Aber dieser Feind, liebe Geschwister, ist im Ramadan mehr oder weniger ausgeschaltet. Denn Allah Azza wa Jal hat uns mitgeteilt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, er sagte, wenn der Monat Ramadan eintrifft, dann werden die Tore des Paradieses aufgerissen und es werden die Tore der Hölle zugeschlossen und abgeriegelt. Und die Shayatin, die Satane, werden in Ketten gelegt. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn sie in Ketten gelegt werden, können sie natürlich weniger machen, als sie vorher zu tun pflegten. Und deswegen sollen wir uns bemühen, in diesem Monat besonders viele gute Taten zu verrichten. Denn es fällt einem leichter, in diesem Monat gute Taten zu verrichten, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Weil die Satane eben in Ketten gelegt sind und weil sie dadurch weniger Bewegungsfreiheit haben, wie man deutlich erkennen kann. Zum Beispiel, liebe Geschwister, wir wissen, dass im Monat Sha'ban
haben wir versucht, uns gegenseitig zu motivieren, viel zu fasten, weil es eben auch eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Aber trotzdem fiel es für uns schwer. Und so haben wenige nur gefastet im Monat Sha'ban und abgezählte Tage. Aber im Monat Ramadan fällt es uns allen ganz einfach und sehr leicht, weil Allah azza wa jalla uns das Fasten leicht gemacht hat und die Satane angekettet sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auch begünstigt und diese Gunsterweisung geschenkt, und zwar dieses Wetter, wodurch uns das Fasten viel, viel leichter fällt. Ich erinnere mich und euch noch an die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, der sagte, oh, die ihr glaubt, euch ist das Fasten auferlegt worden, genauso wie es denjenigen, die vor euch waren, auferlegt worden war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch zu gottesfürchtigen Menschen machen, denn Allah azza wa jalla wird von den gottesfürchtigen Menschen ihre Taten annehmen. Liebe Geschwister, alles Gute mit Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil sind auf Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allahs, liebe Geschwister, sagte Folgendes: Jeder von euch wird ganz gewiss vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Zwischen ihm und Allah wird kein Vorhang sein. Und es wird auch keinen Übersetzer geben, der für ihn übersetzt. Und dann wird Allah zu ihm ganz gewiss sagen: Habe ich dir nicht Vermögen gegeben? Und er wird sagen, jawohl hast du. Und dann wird er ganz gewiss sagen, habe ich zu dir nicht einen Gesandten geschickt? Das heißt, hat dich nicht meine Botschaft erreicht? Dann wirst du sagen, jawohl. Und dann wirst du auf deine rechte Seite schauen und du wirst nur die Hölle sehen. Und du wirst auf deine linke Seite schauen und du wirst nur die Hölle sehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein jeder soll sich vor der Hölle schützen, und wenn es nur mit einer halben Dattel ist. Das heißt, und wenn es nur eine halbe Dattel ist, die du jemandem zum Beispiel spendest. Und dann sagte er, und wenn du keine halbe Dattel vorfinden kannst, dann wenigstens ein gutes Wort. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Liebe Geschwister, wenn man sich vor der Hölle schützen kann mit einer halben Dattel, sogar mit einem guten Wort, was man sagt, wie ist es dann mit dem Fasten? Das Fasten hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam als ein Schutzwall bezeichnet, ein Schutzwall, der sich vor der Hölle schützt. Und das Fasten ist eine Säule, der Säule des Islam. Und deswegen, liebe Geschwister, ermuntere ich mich und euch dazu auf, dass wir die Fastenden speisen, liebe Geschwister. Das heißt, den Fastenden Essen geben, sodass sie ihr Fasten brechen durch das Essen, was wir ihnen gegeben haben. Denn dadurch erhält man mehrfache Belohnung. Du erhältst die Belohnung für dich selbst, weil du gefastet hast. Und du erhältst die gleiche Belohnung, wie jeder Mensch erhalten wird, der gefastet hat und sein Fasten gebrochen hat, weil du ihm zu essen gegeben hast. Ebenso bist du dann der Grund dafür, dass es Liebe und Zuneigung, Barmherzigkeit zwischen den Muslimen gibt. Du gewöhnst dich daran, Gutes zu tun, und du bekämpfst deinen eigenen Geiz. Und lieber Bruder, liebe Schwester, du bringst die anderen Menschen dazu, für dich Bittgebete zu sprechen, und insofern kommt sehr viel Segen auf dich letzten Endes zurück. Zayd ibn Khalid al-Juhani berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer der Grund ist dafür, dass ein Fastender sein Fasten bricht, bekommt die gleiche Belohnung wie er, ohne dass die Belohnung des Fastenden verringert wird. Das heißt, wenn der Fastende zu euch ein Kilogramm an Belohnung bekommt, dann bekommst du ebenso ein Kilogramm an Belohnung, wenn du ihm zu essen gegeben hast, damit er durch dein Fasten bricht. Und er bekommt das gleiche Kilo an Belohnung. Subhanallah, nur weil du ihm was zu essen gegeben hast und du hast dir nicht einmal die Mühe zu fasten gemacht. Dieser Hadith ist bei Tirmidhi überliefert, bei Ibn Majah, und Tirmidhi sagt, der Hadith ist Hassan und Sahih. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch dazu bringen, Gutes zu tun, denn er ist derjenige, der zu entstanden ist, und er ist derjenige, der darum zu bitten haben. Barakallahu fi.